Nach der Schrift spricht man den Ortsnamen hier nicht aus. Geldersheim wird zu Galderschum. Der Ort wird schon im 8. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Eine kleine Kaiserpfalz war das Zentrum im oberen Werntal. Ihre Ortsbefestigung haben ihnen die Schweinfurter einfach abgerissen für die eigene Stadtmauer. Mit einem Eselskopf am Untertor, der nach Schweinfurt schaut, haben sich die Geldersheimer revanchiert. Beim Gang durch den Ort treffen wir immer wieder auf Zeugnisse des Reichtums vergangener Zeiten. Bis heute ist man bemüht, ein Ortsbild zu erhalten, das nicht durch unpassende Neubauten entstellt ist. Allein die Garden, die Gebäude unter der welschen Haube von St. Nikolaus, sind eine kulturgeschichtliche Besonderheit. Wie es sich gehört, ist das Wirtshaus gleich nebenan. Unser Musikantentreffen mit Trachtlern aus ganz Unterfranken moderiert Elisabeth Rehm. Trachtler und Musikanten aus Unterfranken treffen sich heute im Fränkischen Hof in Geldersheim zum zünftigen Musikanten- und Tanzabend. Und ich darf erst einmal allen Tänzern, Sängern und Musikanten ein herzliches Grüß Gott sagen und natürlich auch Erna daheim. Die Gau-Gruppe vom Trachtenverband Unterfranken hat für uns den Schächer tanzt. Und begleitet sind sie von den Goxumer Kerbermusikanten. Ja, und jetzt freuen wir uns auf die Gebrüder Richel. Sie singen uns ein lustiges Wirtshauslied. Beim Gänger, das wird, beim Gänger, das wird, da kehren die Lumpen mei. Und wenn mag ich galt nicht hem, so wollen wir lustig sein. Fifa, fo, es leben alle Lumpen, Schuster, Schneider, Gesell und Vagabunden. Ja, wenn wir Geld haben, sind wir lustig, wenn wir keins haben, sind wir durstig. Rendezvous, 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 17 Kameraden, ein paar Schuh. Mein Schätzler hat ein Hämmerl mit schöner, langer Arm. Die Fahrt, die kann man nimmer sehen, aber Hauptsache es ist warm. Fifa, fo, es leben alle Lumpen, Schuster, Schneider, Gesell und Vagabunden. Ja, wenn wir Geld haben, sind wir lustig, wenn wir keins haben, sind wir durstig. Rendezvous, 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 17 Kameraden, ein paar Schuh. Jetzt singen wir nur ein Liedler und dann gehen wir wieder heim. Und wenn wir dann nicht sich frei sind, na hauen wir alles zusammen. Fifa, fo, es leben alle Lumpen, Schuster, Schneider, Gesell und Vagabunden. Ja, wenn wir Geld haben, sind wir lustig, wenn wir keins haben, sind wir durstig. Rendezvous, 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 17 Kameraden, ein paar Schuh. Rendezvous, 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 17 Kameraden, ein paar Schuh.
Der Franz Josef Schramm und seine Frau Rosemarie, bekannt als Duo Kali Fragilis, haben uns mit Harfe und Gitarre aufgespielt. Ja, und jetzt machen wir weiter mit einer fränkischen Tanzelmusi mit die Schlapperflicker. Und der Leiter von die Schlapperflicker, das ist also der Oliver Brust. Alle stehen mal ganz kurz auf, damit wir die alle sehen. Servus miteinander. Er ist nämlich der Vorsitzende vom Trachtenverband Unterfranken. Er war uns bei der Organisation dieser Veranstaltung sehr behilflich. Und wir werden ihn heute noch öfters erleben. Aber jetzt spielt er erst einmal mit die Schlapperflicker einen Walzer. Thank you.
Ja, die Üchtelhäuser Holzbläser haben uns einen Marsch gespielt. Das war aber jetzt schon eher höfische Tanzmusik, was wir gehört haben, oder, Angelika? Ja, das war ein klassisches Werk, kann man fast sagen, aus dem 18. Jahrhundert. Seid ihr sieben Musikanten irgendwie miteinander verwandt? Ja, also der Edgar, das ist mein Onkel, der hatte die Leitung bis vor 3 Jahren von den Üchtelhäuser Holzbläsern. Und der Rupert ist mein Cousin, also das ist es eine Familie und die anderen sind alle befreundet. Genau. Man kennt sie wahrscheinlich auch von der Blaskapelle her. Genau so ist es. Genau. Angelika, wie lange gibt es die Üchtelhäuser Holzbläser schon in dieser Besetzung? Also wir haben angefangen als Quartett vor über 25 Jahren. Und es hat sich halt immer ein bisschen verändert, die Besetzung. Mal einer mehr, mal einer weniger. Jetzt sind wir zu siebt. Und jetzt ist die Jugend mit dabei. Kerstin. Genau. Seit einem Jahr in etwa und die Christine. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Und wir lassen jetzt unsere Unterfranken wieder tanzen. Die Volkstanzgruppe Ochsenfurt zeigt uns nämlich jetzt den Schlamperer in ihrer prunkvollen Ochsenfurter Gautracht. Und begleitet werden unsere Ochsenfurter Trachtler von die Goxumer, von die Streuzahler Musikanten aus der Rhön. Thank you.
Die Hambacher Volkssänger haben für uns im fränkischen Dialekt gesungen. Vor 3 Jahren haben sie ihr 75-jähriges Jubiläum gefeiert und sind damit einer der ältesten fränkischen Chöre. Die Sängerinnen und Sänger sind natürlich noch nicht so alt. Das ist also inzwischen die 2. oder 3. Sängergeneration. Ja, sie haben weltliche und geistliche Lieder in ihrem Repertoire und pflegen eben vor allem die fränkische Mundart, wie wir es gerade gehört haben. Und da haben wir jetzt die Streutaler Musikanten. Gerd, ihr seid in der fränkischen Rhön daheim. Wo genau? Jawohl, wir sind in Heufurt und aus den umliegenden Ortschaften der oberen Rhön bestehen unsere Musikanten. Mhm. Am Fuße der oberen Rhön, kann man sagen, ja. Und ihr habt ja vorher schon die Ochsenfurter Trachtler begleitet. Mögt ihr selber auch gern tanzen? Nee, leider habe ich dazu keine Zeit, weil ich noch andere Hobbys habe. Wenn ich Musik mache, kann ich gar nicht tanzen. Das ist ja bekannt, dass die Musikanten nicht so gern tanzen, aber genau. Ich habe gemeint, in Franken ist es anders. Ja. Ihr seid eine reine Bläserbesetzung, also auch die Begleitung wird von den Bläser übernommen. Jawohl. Seid ihr auch bei der örtlichen Blaskapelle mit dabei? Jawohl, in Heufurt selbst ist ein großer Musikverein mit ca. 35 Mitgliedern. Gemischter Chor ist dort vorhanden. Und, da seid ihr und wir sind ein Teil davon, genau. Aha. Und jetzt hören wir von euch einen Galopp. Jawohl. Thank you.
Ja, herzlichen Dank der Akkordeongruppe vom Sänger Kranz Reichenbach. Ja, die Franken sind ja bekannt für ihre Kirchweihfeste. Jeder Ort, jedes Dorf feiert sein eigenes Kirchweihfest. Und das ist also ein richtiges Dorffest. Da ist die ganze Bevölkerung mit dabei. Und das Wichtigste bei einer fränkischen Kerber ist der Kirchweihtanz. Und der wird von den Kirchweihpaaren eröffnet. Olli, du kennst dich natürlich mit den unterschiedlichen Kirchweihbräuchen bestens aus. Kehren jetzt die Kirchweihpaare zum Trachtenverein? Manchmal, manchmal aber auch nicht. Es ist eine gute Möglichkeit, Jugendliche mit einzubinden. Also wer im Dorf da lebt und gern mittanzt, den fragt man dann, machst du heuer an der Kirchweih mit? Und dann kriegen die vom Trachtenverein die Trachten ausgeliehen, die Tänze gelernt. Und dann sind die an der Kerwe die wichtigsten im Dorf. Und ist da das Interesse groß bei den jungen Leuten? Im Landkreis Schweinfurt haben wir überhaupt kein Problem. Die Kirchweih ist das größte Fest im Jahr. Da will jeder dabei sein und ist stolz, wenn er dabei sein darf. Und du studierst in Geldersheim mit den jungen Leuten die Tänze ein. Was werden da für Tänze vorgeführt? An der Kirchweih gibt es immer eine Tour, Walzer, Rheinländer, Schottisch. Das ist ein Paket, Walzer, Rheinländer, Schottisch, eine Tour. Und dann schreien die Burschen noch, wenn sie noch eine Zugabe wollen, ganz kräftig Züpferler. Und dann wissen die Musikanten, sie müssen noch einen flotten Dreher drauf spielen. Das ist also die Zugabe? Genau. Das Züpferle. Ja. Ja, wir sehen jetzt Kirchweihpaare aus dem Landkreis Schweinfurt. Und zwar kommen sie aus drei verschiedenen Ortschaften, aus Senfeld, Rötlein und Geldersheim. Sie tragen also verschiedene Trachten. Und die Geldersheimer Burschen, die haben sogar einen Frack und Zylinder an. Und begleitet werden sie von den Schlapperflicker. Schuster muss sich kriech, der wird sich schon ei füch.
Der bäckt, der bäckt das Brot, do leid ma a ke Not. Ein Bäck, das wär mein Glück, und wär er noch so dick. Ein Bäck, das wär mein Glück, und wär er noch so dick. Der Schmied kann's Eise biech und lässt die Funke fliech. Ein Schmied wär was für mich, die Funke gab schon ich. Ein Schmied wär was für mich, die Funke gab schon ich. Der Schneider, wenn nicht wär, käm alles nacket her. Ein Schneider nahm ich an, und wär's nur Haut und Haar. Ein Schneider nahm ich an, und wär's nur Haut und Haar. Ob Schuster, Schneider, Schmied, ob Beck, ich machet mit. Mir kümmt's auf gar nicht so, ich möchet halten mo. Mir kümmt's auf gar nicht so, ich möchet halten mo. Ja, die Öschbringer Mädli aus Urspringen im Spessart haben für uns gesungen. Und ihr seid alle beim Verein Freunde fränkischen Brauchtums. Was macht der Verein genau? Wir pflegen das fränkische Liedgut, die fränkische Tänze, Dialekt, haben eine Kindertanzgruppe. Mhm. Alles, was fränkisch ist. Alles, was fränkisch ist. Wart ihr auch schon mal im Ausland und habt dort fränkisches Brauchtum präsentiert? Ja, wir durften schon mal nach Bordeaux fliegen und haben dort fränkisch getanzt und gesungen und sind da auch von Wirtschaft zu Wirtschaft gezogen und mit den Franzosen zusammen. Wie hat es denen gefallen? Ja, gut. Anscheinend ganz gut. Die Stimmung war immer recht gut in der Wirtschaft. Ja, ja, wunderbar. Herzlichen Dank. Und wir machen jetzt weiter mit den Goxumer Kermermusikanten. Und anschließend wird der Franz Josef Schramm mit alle Leiter herin gemeinsam ein Lied singen. Er ist ja beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege in der Beratungsstelle für Volksmusik tätig und macht also schon seit vielen, vielen Jahren Singstunden. Und heute wird er also auch mit uns singen, aber davor noch die Goxumer Kerbermusikanten. Thank you.
Ja, liebe Leute, wenn Franken beieinander sitzen und gemütlich beisammen sitzen und Musik haben, dann gehört natürlich auch zwischendurch ein Lied dazu, das man natürlich gemeinsam singt. Und nachdem wir jetzt aus unterschiedlichsten Ortschaften hier da sind, leite ich jetzt einmal einen gemeinsamen Gesang an, obwohl man das normalerweise in Franken gar nicht bräuchte. Da wird einfach angestimmt und gesungen, gell? Und ein gemeinsames Lied haben wir rausgesucht, und zwar, weil jetzt heute so ein schöner Frühlingstag war, ein Frühlingslied. Und es hat auch ein bisschen mit den Frühlingsviechern zu tun, die dann im Frühling so wieder auftauchen. Kommt die schöne Frühjahrszeit heran. Ich sing's mal vor und dann können alle schon nachsingen gleich. Das geht ganz schnell. Kommt die schöne Frühjahrszeit heran, fangen alle Leute mit dem Floh fangen an. Floh, ach Floh, du kleiner Floh, hast sechs Haxen und dann hupfst du so. Zda, 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 ralala. Zda, 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 ralala. Floh, ach Floh, du kleiner Floh, hast sechs Haxen und dann hüpfst du so. Genau, und bei dem da hüpfst du so, muss man natürlich sich ein bisschen mitbewegen, damit da ein bisschen Bewegung hier reinkommt, gell? Man muss den ganzen Abend so steif sitzen sonst. Kommt die schöne Frühjahrszeit heran, fangen alle Leute mit dem Flohfangen an. Viele kennen es ja schon so aus den verschiedenen Wirtshaussingen, die es da überall gibt. Kommt die schöne Frühjahrszeit heran. Kommt die schöne Frühjahrszeit heran, fangen alle Leute mit dem Flohfangen an. Floh, ach Floh, du kleiner Floh, hast sechs Haxen und dann hüpfst du so. Zda, 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 lalala. Und dann hüpfst du so. Ja, und die Ursprünge-Fraktion muss ich auch immer beobachten, gell, ob sie gescheit mitsingen. Die zweite Strophe, macht der Floh den ersten Stich, leckt man sich den Finger und erwischt ihn nicht. Macht der Floh den ersten Stich. Macht der Floh den ersten Stich, leckt man sich den Finger und erwischt ihn nicht. Floh, ach Floh, du kleiner Floh, hast sechs Haxen und dann hüpfst du so. Zda, 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 ralala. Zda, 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 ralala. Floh, ach Floh, du kleiner Floh, hast sechs Haxen und dann hüpfst du so. Wunderbar. Ja, das war so ein flotter, fetziger Dreher gespielt von den Schlapperflicker. Olli, und du darfst jetzt gleich tanzen. Die Gaugruppe vom Trachtenverband Unterfranken tanzt uns nämlich jetzt Skerchler. Das ist ein mittelfränkischer Volkstanz, der aber auch bei euch in Unterfranken gerne tanzt wird. Was heißt Gerchler? Gerchler heißt auf mittelfränkisch kleiner Georg. Bei uns wird man Schörschler sagen. Also, dann freuen wir uns jetzt auf Skerchler, und begleitet wird die Gaugruppe wieder von den Goksumer Kerbermusikanten. Musik.
Ja, bei der Gaugruppe sind jetzt Trachtenpaare aus 6 verschiedenen Ortschaften mit dabei. Aus Rötlein, Geldersheim, Euerbach und Goxheim. Das sind also die 4 Ortschaften aus dem Schweinfurter Landkreis. Dann haben wir noch ein Paar aus Nordheim, aus der Rhön. Und ein Paar aus Sommerhausen, aus dem fränkischen Weinland. Und die Sommerhäuser, die tragen nur die alte Bürgerwehruniform mit Federbusch am Hut. Schmier aus, den heiret ma sei, Töchterlana kring ma a sei Haus, den Bauern schmier ma aus. In unsern stornen Kruch, da ging a 15 Seidler, nein, da kannst du saufen genug, in unsern stornen Kruch. Meine Mutter kocht der Kraut, und du drum von sei sagt nein und bis der Vorder schaut, find er nix wie lauter Haut. Ja, Galler Schumm ist groß, wenn da der Bau zum Madler geht, da ist der Teufel los. Ja, Galler Schumm ist groß. Ei, Mutter, schau her, mir wächst der Schübeler Haar am Bauch, ich glaub, ich wär ein Bär. Ei, Mutter, da schau her. Jetzt sing mir mal das Ding. Im Schubkern ist kein Rädler drin. Jetzt sing mir mal das Ding. Im Schubkern ist nix drin. Ich war's vor Schinder schnitt. Was hinter meiner Scheuern ist, dass sich der Frosch am Bauern rum. Ich glaub, der bringt ihn um. Da zieht der Frosch am Bauern rum. Ich glaub, der bringt ihn um. Den Bauern schmieren wir aus, haben wir gehört von die Gebrüder Richel. Ja, wenn drei Brüder miteinander singen, dann ergibt es meistens einen sehr homogenen Klang. Also man merkt einfach, dass die Stimmen miteinander verwandt sind. Wer hat jetzt von euch die Musik zum Beruf gemacht? Das bist du, der Hans Joachim. Genau. Und was machst du genau? Ich bin Pianist und Sänger. Mhm. Ich
bin Komponist und ich bin Autor. Autor von Büchern? Ich schreibe satirische Texte, ja. Und was macht ihr zwei beruflich? Was machst du? Also ich bin Narkosearzt. Mhm. Wo? Trifft sich gut. Ja, in Müllerf am Inn, das ist praktisch 80 Kilometer östlich von München. Dich hat's nach Oberbayern verschlungen? Mich hat's nach Oberbayern und verschlungen. Und wie gefällt's dir da? Also ich find's sehr schön da, es ist nicht schlecht, schöne Landschaft. Aber ab und zu kommst du doch wieder zurück, in deine Heimat. Genau. Und was machst du? Ich bin Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche. In Kitzingen habe ich eine Praxis und treibe ich mich rum. Wunderbar, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, danke. Alles Gute. Danke. Und wir machen jetzt weiter mit dem Franz Josef Schramm und seiner Frau. Die spielen uns mit Klarinette und Harfe. Und anschließend kommen dann wieder die Goxumer Kerbermusikanten. Thank you.
Ja, die Akkordeongruppe vom Sänger Granz Reichenbach hat für uns einen Galopp gespielt. Reichenbach liegt vor der Rhön. Kennt ihr drei direkt aus Reichenbach? Die beiden ja, ich nicht. Der Matthias und die Tanja sind direkt aus Reichenbach. Ich komme aus 10 Kilometer westlich aus Bad Bocklet. Aus Bad Bocklet im Bäderdreieck? Jawohl. Und du hörst sogar noch mit Nachname Bocklet. Genau. Der Andreas Bocklet aus Bad Bocklet. Ja. Hat wahrscheinlich schon öfters zu Verwirrungen geführt, mehrmals, oder? Mehrmals ja. Aber ich sage immer von Bocklet ohne Adelstitel. Andreas, du hast ja früher mit deiner Familie auch Volksmusik gemacht. Jawohl. Aber die Musik ist immer nur ein Hobby von dir. Beruflich machst du nämlich was ganz anderes. Ja. Du verkaufst Faschingsartikel. Was zum Beispiel? Ja. Also alles, was mit Fasching zu tun hat, angefangen vom Kostüm, ja, über Perücken bis hin zur Schminke, bis zum Accessoire. Jetzt alles, was man braucht, um sich zu verkleiden. Jetzt ist für viele Franken der Fasching vielleicht eine sehr wichtige Zeit, aber kann man das ganze Jahr davon leben? Weil ich immer wieder gefragt, ja, was machst du das ganze Jahr, wenn du kein Fasching... Nee, also es geht jetzt eigentlich wieder los. Ich fange jetzt schon wieder für die neue Saison zum 2011 an, nach zum neuen Verkaufen. Artikeln. Selbstverständlich. Matthias, du hast einen recht interessanten Beruf. Du bist nämlich Archäologe. Jawohl. Wo forschst du da? Also zurzeit bin ich im Spessart tätig. Aha. Mit dem archäologischen Spessart-Projekt und sind da hauptsächlich im Bereich mittelalterlichen Burgen tätig. Burgen. Ja. Hast du schon irgendwelche römischen oder keltischen Ausgrabungen auch gemacht? Nein, ich selber noch nicht. Noch nicht. Also. Aber das erhoffst du dir vielleicht noch irgendwann wär zu entdecken, schlecht, oder? Ja. Ja. Ja, recht herzlichen Dank. Und wir machen jetzt weiter mit den Hambacher Volkssänger. Die singen uns nämlich jetzt nochmal ein fränkisches Dialektlied. Es heißt Wart nur Bärbele. Thank you.
Du bist nicht nur ein leidenschaftlicher Musikant und Tänzer, sondern vor allem ein Vollblut-Trachtler. Und du hast also inzwischen ein riesiges Trachtenarchiv, ich glaube bis zu 3000 Trachten oder so. 2000 Trachten. Nein, das klang da schon. Wo kriegst du die ganzen Trachten eigentlich her? In unserem Dorf hat es bis vor ein paar Jahren noch die alten Fräli gegeben. Frauen, die noch komplett in Tracht waren, ohne Trachtenfreien hinten dran, die ihr Tracht ganz normal im Alltag getragen haben. Mhm. Und von deren Nachlässe haben wir recht viel bekommen. Und aber jetzt auch kommt immer wieder mal was dazu, dass die Leute auf dem Dachboden was finden und sagen, ich brauche nichts davon. Das geben sie dir. Das geben sie uns in treue Hände. Und wir heben das auf und gucken, dass wir es dann bei bestimmten Anlässen auch immer mal zeigen können. Ihr gehört, du nähst dir sogar selber Trachten oder stickst und strickst, ist das richtig? Sticken und stricken kann ich nähen noch nicht. Nähen noch nicht? Nee. Aber Strümpf hast du schon gestrickt? Die Strümpfe sind von mir gestrickt. Ehrlich? Und die Hosenträger? Der Gürtel ist gestickt, die Hosenträger nicht, aber der Gürtel. Zeigen wir mal her. Oh. Ja. Und das machst du? Wenn ich Zeit habe. Ich habe ein paar Projekte, die liegen schon seit 2 Jahren jetzt im Regal. Ich komme alleweil zu nichts. Wenn du aber unterwegs bist beim Tanzen und Musizieren. Ja. Jedenfalls kennst du dich mit Trachten bestens aus. Und wir haben jetzt da 4 Trachtenfrauen mit unterschiedlichen unterfränkischen Trachten. Und die schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Genau. Neben mir ist jetzt die Andrea aus der Rhön, aus Oberelsbach. Sie hat eine Rhöner Tanztracht an, als Schmuckstück den Patrona Bavarietaler. Hat Wollmuslintuch, weiße Schürze und das Besondere an den Rhöner Tanztrachten sind die bestickten Ärmel vom Mieder. Also das ist genauso wie der Gürtel, oder? Das sind Glasperlen auf Samt und da ist es auf Stramin mit Wolluntergrund gestickt. Nebendran steht die Sina aus Geldersheim, hat aus dem Schweinfurter Raum eine wirkliche historische Tracht an. Eine Hochzeitstracht. Eine Hochzeitstracht, ist etwa 150 Jahre alt. Das Besondere daran ist eben der Flitterkranz, die Brautkrone und vielleicht die Perlenstäucherlich, die Handschuhe. Die werden gestrickt und vorher muss man alle Perlen auffädeln, in der richtigen Reihenfolge. Wenn man sich da verzählt hat, geht das Muster nicht mehr auf. Also das ist richtig Arbeit. Genau. Auch darunter ist der Wattrock, das ist wie ein Reifrock, dass der Oberrock schön steht. Den gibt es auch in der Ochsenfurter Gautracht, den hat die Barbara zum Beispiel auch unter ihrem Rock an. Die Barbara ist vom Trachtenverein Würzburg. Die tragen die Ochsenfurter Gautracht. Sie hat die Tracht einer Verheirateten an, mit der Bänderhaube, dem goldenen Kreuz, dem Schmuck für die katholischen Trachten. Gibt es auch im Schweinfurter Raum. Aber das goldene Kreuz also als Schmuck für die katholischen Trachten. Und besonders schön ist die Mutzen. Gell? Und der Mutzen bei uns im Schweinfurter Raum meistens aus dem Seidenstoff, im Ochsenfurter Raum aus dem bunten Samtstoff. Auch das ist ein historisches Stück, was die Barbara anhat. Und sie hat zum Beispiel auch diese perlengestrickten Handschuhe an. Also nicht gestickt, sondern gestrickt. Alles vorher muss man auffällen. Das sind jetzt 3 katholische Trachten, oder? Das sind jetzt 3 katholische Trachten. Katholische Trachten aus der Rhön. Wenn man vom Norden in den Süden geht, Rhön, Schweinfurter Raum, Ochsenfurter Raum im Süden. Also haben wir auch da so ein gewisses Nord-Süd-Gefälle. Die Rhön war eine ärmere Gegend mit schlechten Böden. Die Leute haben dort sehr hart arbeiten müssen, um sich ernähren zu können. Da war die Tracht etwas dezenter. Und je weiter man in den Süden kommt, ist, umso reichhaltiger ist die Tracht. Da waren die reichen Bauern, oder? Im Ochsenfurter Gau. Genau. Dann machen wir einen Sprung in den Spessart. Die Lena hat ein historisches Tanzmieder an. Sie kommt aus Glasofen. Das gehört zum
zur Grafschaft Wertheim. Wie gesagt, eine evangelische Tracht mit der Glasperlenkette als Halsschmuck, die weiße Schürze und du hast so eine ganz besondere Kopfbedeckung auf. Wie sagt ihr dazu? Das Frenzele. Das Frenzele. Und das haben die ledigen Frauen? Als zur Tanztracht. Zur Tanztracht. Dann sage ich den vier Trachtenfrauen herzlichen Dank dir, Olli, für deine Erklärungen. Ja, und die reichste und aufwendigste fränkische Tracht, die Ochsenfurter Gautracht, die sehen wir jetzt noch einmal, von der Volkstanzgruppe Ochsenfurt. Die tanzen uns nämlich jetzt die Kreuzpolka und begleitet werden sie wieder von den Streutaler Musikanten aus der Rhön. Thank you.
das waren also die Gocksumer Kerbermusikanten unter der Leitung von Wolfgang Thüringer. Wolfgang, du bist der Mann an der Tuba, der Chef dieser Gruppe. Warum heißt es ja eigentlich Kerbermusikanten? Ihr werdet ja nicht nur an Kirchweih spielen, oder? Nein, wir spielen auch auf sämtliche Festliche im Umkreis oder so. Also selbst auf Volksfesten und so spielen wir also auch. Mhm. Querbeet. Querbeet, ja. Jawohl. Aber nicht bloß Fränkisch, auch Böhmisch und auch was Modernes, wenn es sein muss. Mhm. Wir haben ja schon gehört, dass die Kerber für die Franken eine ganz wichtige Sache ist. Wie erlebt man denn als Musikant so eine fränkische Kerber? Ist das für die Musikanten genauso lustig wie für die Tänzer? Also es liegt immer drauf, wie lange man spielt. Gell? Also wenn man jetzt wenn es arg lang wird, dann wird es schon hart. Also da hängen die Goschen schon manchmal. Gell? Weil es ist ja nicht so, wir spielen ja ohne Verstärker, ohne alles. Es muss also wirklich alles sämtliche Lautstärken werden über die Luft und so. Und wenn du halt 10-12 Stunden spielst, wie jetzt zum Beispiel den Schwebhahn drüben auf Kirchweih, da hängen die Goschen schon. Also ich hab mal, mit zunehmendem Weinkonsum spielt es leichter. Kann man nicht sagen. Ja, nee, das denk nicht. Es wird im Gegenteil, die Zunge wird schwerer. Kannst du dir an irgendeine lustige Begebenheit beim Kerbermusizieren erinnern? Wie wir in Gocksum vor ein paar Jahren Kerbersamstag gespielt haben, weil wir in Gocksum internationale besetzte Wirtschaften haben, also Griechen, Italiener, alles Mögliche, haben wir keine Bratwurst gekriegt. Gell? Oh. Dann haben wir bei uns daheim haben wir dann Bratwurst gemacht und da haben wir also für die 6 Mann, wenn du die so anschaust, haben wir 50 Bratwurst gehabt. Also nicht die kleinen Nürnberger, die langen Fränkische, gell? Und 2 Stück sind übrig geblieben. Gell? Also musizieren macht hungrig unbedingt, und durstig. Unbedingt. Also vielleicht kennt den Wolfgang jemand. Er war nämlich viele Jahre Büttenredner bei der Fränkischen Fasnacht. Also vielleicht ist das Gesicht bekannt. Aber beruflich bist du ja eigentlich Musikschulleiter, unterrichtest Blasinstrumente. Auch. Ist da die Nachfrage bei den Franken groß, bei den jungen Leuten? Ja, eigentlich schon. Also ich muss sagen, wir haben ein Vororchester mit 30 Mann und das sind überwiegend halt Blechbläser, Holzbläser natürlich auch dabei. Aber der Bedarf ist da, weil wir arbeiten jetzt sozusagen der Blaskapellen zu. Und die Mädeln spielen genauso die Blasinstrumente? Ja, im Gegenteil. Ich habe sogar 3-4 Trompeterinnen, die Kraft schon herbringen. Und sogar eine Tuba habe ich mal gehabt. Ihr habt euch ja eine Frau hergeholt, die Angelika, die eben auch bei den Üchtelhäuser Holzbläser mitspielt. Angelika, hoffentlich musst du nicht immer nüchtern bleiben und die Herren dann heimfahren, oder? Meistens ist es leider so. Ja. Wir machen weiter mit einem Kirchweihlied. Die Öschbringer Mädli singen uns nämlich jetzt Ach, wenn doch alle Tag Kirchweih wäre. Und sie begleiten sich mit Gitarre und Teufelsgeige. Und anschließend hören wir dann noch einmal die Streutaler Musikanten. Ach, wenn doch alle Tag Kirchweih wär, find ich lieb. Ach, wenn doch alle Tag Kirchweih wär, find ich lieb. Und ich bei meinem Schätzle wär, mit der Jule, mit der Spule, mit der Blechmusik, mit der Liebe komm herein zu mir. Und ich bei meinem Schätzle wär, mit der Jule, mit der Spule, mit der Blechmusik, mit der Liebe komm herein zu mir. Ach Mutter, verschaff mir einen Mann für die Lieb. Ach Mutter, verschaff mir einen Mann für die Lieb, der mir die Zeit vertreiben kann. Mit der Jule, mit der Spule, mit der Blechmusik, mit der Liebe komm herein zu mir. Der mir die Zeit vertreiben kann, mit der Jule, mit der Spule, mit der Blechmusik, mit der Liebe komm herein zu mir. Ach Tochter, du bist noch nicht so weit für die Lieb. Ach Tochter, du bist noch nicht so weit für die Lieb. Du hast noch 3-4 Jahre Zeit, mit der Jule, mit der Schwule, mit der Blechmusik, mit der Liebe komm herein zu mir. Du hast noch 3-4 Jahre Zeit, mit der Jule, mit der Schwule, mit der Blechmusik, mit der Liebe komm herein zu mir.
Ja, da rührt sie was, wenn der Franz Josef und die Rosemarie aufspielen. Franz Josef vorher ja schon zum Singen animiert und das gehört so ein bisschen zu deinem Beruf dazu, die Leute für Volksmusik zu begeistern. Du arbeitest nämlich beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege in der Beratungsstelle für Volksmusik. Das heißt also, an dich kann man sich wenden, wenn man Notenmaterial braucht oder wie bist du die Leute behilflich? Es gibt zwei unterschiedliche Richtungen. Einmal das Passive, da reagiere ich auf Anfragen, wenn einer ein Lied will. Das habe ich schon mal von meiner Mutter gehört oder sowas. Und da möchte ich das ganze Lied. Da haben wir also große Lieddatenbanken, wo wir dann drin suchen können und meistens auch behilflich sein können. Und das andere ist das Aktive, da machen wir aktiv Volksmusikpflege mit Lehrgängen, Kursen für Musikanten, Singabenden, Wirtshaussingen. In Unterfranken zurzeit boomen die Wirtshaussingen überall. Es geht alles auf Anregung vom Bayerischen Landesverein zurück aus den 70er Jahren noch.
Man braucht manchmal einen langen Atem, bis sich was durchsetzt. Und, aber dann merken die Leute einfach, dass man zusammenkommt, dass sich Traditionen wieder bilden, dass die Kinder von ihren Eltern wieder was annehmen und nicht jede Schicht so einzeln durch das Leben geht. Mhm. Und bei diesen Seminaren, da wird also gesungen, tanzt, musiziert, alles miteinander improvisiert. Genau. Wie lange dauern solche Seminare? Unterschiedlich. Es gibt Tagesabendfortbildungen, wo ich zu einer Blaskapelle hingehe oder zu einer Singgruppe. Es gibt Wochenendseminare in Hammelburg. Das ist momentan das beliebteste, kann man fast sagen. Da sind wir immer schon ein halbes Jahr vorher fast ausgebucht. Und es gibt Volksmusikwochen. Da ist jetzt in Pappenheim dann im Mai wieder eine und so weiter. Also es gibt es in allen Varianten. Und Lehrerfortbildung ist noch eine ganz wichtige Position von mir, weil ich einfach selber mal Lehrer war. Und deine Frau Rosemarie unterstützt dich bei dieser Tätigkeit, die ist meistens bei den Seminaren mit dabei. Du hast ja auch Musik studiert. Ja, wie viele Instrumente kennst du jetzt wohl miteinander spielen? Habt ihr schon zusammengezahlt? Also es ist eine ganze Menge. Es gibt da noch vom Saxophon, das Akkordeon, die Gitarre, die Geige und so weiter dazu. Aber am liebsten spiele ich Klarinette und Saxophon. Das sind so meine Lieblingsinstrumente. Und am liebsten wieder Rosmarie zusammen. Und die, das kann ich mir vorstellen. Und die Kinder machen auch schon mit? Ja, sind die spielen, also machen noch nicht mit, aber sie spielen auch ihre Instrumente mit Trompete und Saxophon. Die Gruppen, die wir heute da haben, waren da auch schon einige bei dir auf irgendwelchen Lehrgängen? Als Gruppe selber noch nicht, und die haben es aber auch nicht notwendig, so wie ich das, was ich heute gehört habe, muss ich sagen. Aber einzeln kenne ich natürlich eine ganze Menge hier, die schon auf Lehrgänge waren, schon aus alten Zeiten zum Beispiel. Also da kann man so rumschauen, kommen viele Erinnerungen hoch. Und die Gebrüder Richel sind dir auch bekannt? Na, sowieso. Und von denen haben wir jetzt wieder ein lustiges Wirtshauslied. Jeder Käfer sucht sein Weibler, jeder Täuber lockt sein Täuber, und der Bächler rauscht zum anderen, dass sie miteinander wandern. No und ich, no und du, no und ich, no und du. Ich geh zu meinem Madler, no, dass sie sie recht gern haben, co. Er geht zu seinem Madler, no, dass er sie recht gern haben, co. Ah, jetzt Rena sucht sein Kitzer und der Fritz, der sucht sein Fritzer. Fröschler quaken bis zum Zehner und der Sommer noch der Schiller. Noch und ich, noch und du, noch und ich, noch und du. Ich geh zu meinem Madler noch, dass ich sie recht gern ham ko. Hier geh zu seinem Madler noch, dass er sie recht gern ham ko. Ah, jetzt Kierler hat sein Stierler, der alt Papp ist mag sein Bierler. Ihren Kaffee trinkt die alt Rettel und den Heiner mag die Kettel. No und ich, no und du, no und ich, no und du. Ich geh zu meinem Madler no, dass sie sie recht gern ham ko. Er geht zu seinem Madler no, dass er sie recht gern ham ko. Die Schäbeiri hat ihr Sichel und die Knecht, es ist der Michel. Er strich Gruser Garben no, dass er bald ins Wirtshaus ko. Noch und ich, noch und du, noch und ich, noch und du. Ich geh zu meinem Madler no, dass ich sie recht gern ham ko. Ich geh zu seinem Madler no, dass er sie recht gern ham ko. Ja, im Wirtshaus ist's halt schön, drum kann's auch Ballham geh, g'suffe wird und Kraft und Schwier, von früh einer bis zum Vierer. No und ich, no und du, no und ich, no und du. Ich geh zu meinem Madler no, dass ich sie recht gern ham ko. Er geh zu seinem Madler no, dass er sie recht gern ham ko.
die Üchtelhäuser Holzbläser haben uns noch einen Galopp gespielt. Ja, und damit sind wir am Schluss von unserem unterfränkischen Musikanten- und Tanzabend angelangt. Ich darf mich jetzt bei allen Tänzern, Sängern und Musikanten ganz herzlich bedanken und natürlich auch bei Erna fürs Zuschauen und Zuhören. Die Kirchweihpaare aus dem Landkreis Schweinfurt machen jetzt noch den Abschlusstanz. Begleitet werden sie wieder von den Schlapperflicker. Aber ich darf mich davor noch von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Für Gott beinand. Thank you.